Willkommen zu unserer nachmittäglichen Runde, die unmittelbar dort anknüpft, wo wir vor der Mittagspause aufgehört hatten. Wir haben ja schon einen lebendigen Eindruck bekommen in die Welt der Social Media. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Netzwahlkampf überwiegend die Netzgemeinde erreicht, müssen wir doch festhalten, diese Netzgemeinde wächst. Wir gehen heute, um nur ein Beispiel zu nennen, davon aus, dass es mehr als 25 Millionen registrierte Facebook-Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland gibt. Es ist also längst zu einem Element der Alltagskommunikation geworden. Die Frage, die uns aber beschäftigen wird, ist, inwieweit taugen Social Media zur Wahlkampfkommunikation? Was können sie wirklich leisten? Der Titel dieses Panels, der von einem Mythos Social Media spricht, der Vision und Realität einander gegenüberstellt, deutet das ja schon an. Landläufig wird gesagt, sagen die einen, das Potenzial wird unterschätzt, die anderen halten dem entgegen, nein, es ist nur schlecht gemacht bisher. Und wir erhoffen uns nun genaueren Aufschluss zu diesen Fragen. Dazu begrüße ich zum einen Professor Thorsten Faas von der Universität Mainz. Er ist an der Johannes-Gutenberg-Universität zuständig für den Bereich Methoden der empirischen Politikforschung, also aus der wissenschaftlichen Perspektive ganz nah dran an diesem Gegenstand, hat eine Reihe von hochspannenden Studien in diesem Zusammenhang vorgelegt. Und darüber hinaus begrüße ich auf unserem Podium für eine Intervention Dietrich Bölter von der Agentur bestfriend.de, der, so nehme ich das an, die Ausführungen von Herrn Faas dann auch nochmal aus einer etwas anderen Perspektive diskutieren wird. Und damit würde ich das Wort auch gleich weitergeben. Herr Faas. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch nach der Mittagspause herzlich nochmal hier zurück begrüßen. Ich hoffe, die Intervention kommt erst nach meinem Vortrag von Ihrer Seite. Und ich würde Ihnen im Folgenden einfach gerne so ein paar Zahlen, aber auch ein paar Eindrücke, ein paar konzeptionelle Überlegungen vielleicht auch zum Stand, zum Status von dem Internet, den sozialen Netzwerken in heutigen Wahlkämpfen präsentieren. Wenn ich das schon mit so einem leicht ironischen Unterton sage, merken Sie, in diesen Kategorien von unserem Thema zu sprechen, finde ich durchaus schwierig. Und ich will Ihnen an so ein, zwei Beispielen belegen, dass ich glaube, eigentlich müssten wir durchaus anders über das Thema sprechen, um ihm adäquat gerecht zu werden. Man hat es auch in unseren Diskussionen, die wir in den vergangenen Stunden und auch gestern schon geführt haben, immer auch gemerkt. Da gestern hieß es zum Beispiel, dieses Mal wird das Internet wirklich ein entscheidender Faktor bei der Bundestagswahl 2013 sein. Wenn ich einen Gag an der Stelle versuchen dürfte, würde ich sagen, ich habe so das Gefühl, wir hatten schon ganz viele Wahlen, bei denen das Internet dann wirklich zum ersten Mal entscheidend gewesen ist, um dann danach irgendwie doch immer zu sagen, irgendwie war es das vielleicht doch nicht so ganz. Und ehe wir dann im Herbst 2013 wieder das Gefühl haben, na, was waren das jetzt schon wieder, sollten wir vielleicht zu diesem eher frühen Zeitpunkt, in dem wir jetzt ja noch relativ gesehen sind, vielleicht einfach mal anfangen, anders über dieses Phänomen Internet, Social Media so ein bisschen nachzudenken. Damit klar ist, was ich nicht mache, lassen Sie mich mit einer kurzen Werbeeinblendung anfangen. Wenn Sie sozusagen Interesse an Social Media haben und das, was ich dort verkünde, dann finden Sie das dort. Die Werbung hat eigentlich nur einen Zweck, nämlich Ihnen zu signalisieren, auch wenn ich jetzt so ein paar durchaus kritische, was mir Herr Leif durch die Themenwahl des Mythos ja praktisch schon hier in meinen Computer diktiert hat, präsentiere, heißt es nicht, dass ich das irgendwie für überflüssig und irrelevant halte. Im Gegenteil, ich finde das tolle Medien, mir macht es auch selber Spaß. Aber als Wahlkampfkommunikation, als massenmediales Kommunikationsformat müssen wir, glaube ich, an so ein paar Stellen genauer hinschauen. Was ich nicht leisten kann,
oder möchte, ist, das ist, glaube ich, ein Satz, der gestern gefallen ist, kein Kandidat kann es sich erlauben, nicht im Internet vertreten zu sein. Da schwingt ja manchmal auch so ein bisschen mit und einer hat es, glaube ich, auch gestern hier oben explizit gesagt, man muss einfach da drin sein, um nicht zuletzt auch Modernität zu zeigen, ansonsten würde man sehr schnell als veraltet gelten. Das ist ein völlig legitimes Motiv, warum ich eine Facebook-Profilseite habe, warum ich einen Blog betreibe, aber darüber werde ich heute nicht sprechen. Ich werde auch nicht sprechen darüber, obwohl ich glaube, dass das vielleicht der wichtigste Teilaspekt des Themas ist. Robert Heinrich hat es gestern hier auf dem Panel auch gesagt. Ich werde nicht über die innerparteiliche Funktion von Intra, Internet, Twitter, Facebook reden. Auch wenn, wie gesagt, ich glaube, dass es durchaus eine sehr wichtige Funktion sein kann. Nicht zuletzt um den Campaignern zum Beispiel, von denen ja auch schon die Rede war, und sei es auch nur das Gefühl zu vermitteln, dass sie irgendwie näher dran sind an dem Kern, an dem Herzen, dem Gehirn der Kampagne. Aber auch darüber werde ich nicht sprechen. Und nach dem Vortrag von Herrn Minak hätte ich mir diese Folie eigentlich sparen können. Ich werde auch nicht über Shitstorm-Gefahren sprechen oder Fehler, die man so handwerklich in Social Media machen kann. Auch das soll nicht mein Thema sein. Das ist, Sie sehen es hier vorne, er hat es ja eben auch schon gezeigt, die jüngste Episode, wenn man so will, in diesem Bereich rund um den neuen Sprecher. Ich denke, er ist noch der Sprecher von Herrn Steinbrück, von Herrn Kleine an dieser Stelle. Genug der Vorrede, einleitende Bemerkung, ganz, ganz klassisch sozusagen. Was soll diese seltsame Parabel, die Sie hier sehen? Ich wollte uns alle einfach an der Stelle mal daran erinnern, dass wir aus vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten Wahlforschung eigentlich sehr genau wissen, was Wahlkämpfe leisten können, was sie aber auch nicht leisten können. Was Sie hier sehen, ist eine sehr simple Idee. Die spannende Gruppe in so einem Wahlkampf sind eigentlich die Menschen, die so mittelmäßig an Politik interessiert sind. Die kann ich, und das ist sozusagen die nach oben abgetragene Achse an der Stelle, die kann ich vielleicht tatsächlich überzeugen, dass sie mir ihre Stimme geben und nicht dem politischen Gegner. Die beiden Ränder, wenn Sie so wollen, das ist jetzt nicht inhaltlich, also wo die Mitte ist, will ich jetzt gar nicht diskutieren, aber die Hochinteressierten, die sind ziemlich uninteressant. Die gehen sowieso, aber die sind in aller Regel auch extrem früh auf eine bestimmte Partei festgelegt. Insofern ist es nicht sehr sinnvoll, sozusagen meine Wahlkampagne auf Hochinteressierte auszurichten. Die sind in der Regel eher entschieden. Die weniger Interessierten, sieht man, die sind da, ja, die weniger Interessierten hier vorne, auch dort kann man nicht unbedingt Wahlkampfeffekte erwarten. Warum? Weil die überhaupt nicht erreicht werden. Das sind diese berühmt-berüchtigten politikfernen Gruppen, bei denen es die größte Herausforderung überhaupt schon darstellt, diese überhaupt zu erreichen. Jetzt hören wir aller Orten, es wird um Mobilisierung gehen. Gerade diese politikfernen Gruppen möchten die Parteien, insbesondere bestimmte Parteien und ihre Spitzenkandidaten erreichen. Und vielleicht stimmt es ja auch nicht so ganz, dass da überhaupt nichts möglich ist. Denn uns stehen oder einer Partei steht ja ein hochdifferenziertes Arsenal von Kommunikationskanälen zur Verfügung, die man mal so ein bisschen sortieren kann. Das habe ich hier mal versucht. Parteien machen Wahlkampfveranstaltungen, natürlich schreiben sie Wahlprogramme, sie haben eine Website, sie machen Hausbesuche dieses Mal, sie machen Wahlplakate, vielleicht kriegen wir auch alle ganz viele E-Mails und SMS, so wie Obama das gemacht hat. Also hochdifferenziertes Arsenal von Kommunikationsmöglichkeiten. Warum sind die in zwei Spalten hier einsortiert sozusagen? Naja, man kann so ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen Push- und Pull-Medien. Das wird Sie nicht überraschen an der Stelle, aber es ist schon ein entscheidender Punkt. Push-Medien würden sich dadurch auszeichnen, wenn Sie das nochmal kurz Revue passieren lassen, die SMS, wenn ich sie denn bekomme, die ist plötzlich da, an der komme ich nicht vorbei, die Mail ist da. Plötzlich steht dieser Kandidat, ob ich es will oder nicht, vor meiner Haustür. Ja, plötzlich sehe ich das Wahlplakat. Das sind aufdringliche Medien, die sozusagen ja, unausweichlich sind in einem Wahlkampf. Und das ist natürlich für politikferne Gruppen, wenn ich die ansprechen möchte, ein sehr spannendes Phänomen. Weil auch die kommen natürlich an diesen Kommunikations- oder an den Inhalten, die über diese Kanäle transportiert werden, nicht vorbei. Die Pull-Medien auf der anderen Seite, die folgen einer ganz anderen Logik. Da braucht es Eigeninitiative, da muss ich als Wählerin, als Wähler sagen, ja, ich möchte das Wahlprogramm sehen. Ich möchte mir auf dem Marktplatz Peer Steinbrück anhören oder wen auch immer. Oder ich gehe mal aktiv auf die Website, um mich zu informieren, was denn die Partei inhaltlich programmatisch vertritt. Also, Eigeninitiative erforderlich auf der einen Seite, keine Eigeninitiative erforderlich, aufdringliche Medien auf der anderen Seite. Ehe Sie jetzt sagen, der sollte doch was über Social Media sagen, wann kommt er denn endlich dazu?
wo würde ich das einsortieren an dieser Stelle? Ja, und dann wird relativ schnell klar, wahrscheinlich ist diese Kategorie Social Media eine, die aus analytischen Zwecken nicht wirklich geeignet ist, um jetzt so eine einfache Zuordnung von Push und Pull an der Stelle zu unternehmen. Ich komme gleich dazu, was ich meine, aber Sie sehen vielleicht schon die Richtung, in die mein Argument dann hoffentlich verläuft, dass die Kategorien, mit denen wir arbeiten, sehr, sehr grob sind. Dazu kommt noch, wenn wir uns mal angucken, beispielsweise eine Studie, die wir im Nachgang zur Bundestagswahl 2009 gemacht haben, worüber, über welche Kanäle werden Wählerinnen und Wähler eigentlich erreicht? Und hier geht es erstmal nur um Parteiwerbung. Dann sehen Sie hier im Prinzip diese Logik von Push- und Pull-Medien. Ja? Wenn ich im Radio plötzlich einen Spot höre, wenn ich im Fernsehen einen Spot sehe, wenn ich plötzlich in der Zeitung eine Anzeige sehe, dann habe ich nicht wirklich eine Auswahlmöglichkeit, dann nehme ich die wahr. Wenn es dann nach unten geht, dann greift eher diese Pull-Logik, dann ist die Eigeninitiative erforderlich. Das heißt, das, was ich da gerade konzeptionell so ansatzweise hergeleitet habe, findet sich durchaus auch empirisch an der Stelle wiedergespiegelt. Und damit Sie nicht sagen können, ja, 2009, Internet, das sind 4 Internetjahre, sind 84.000 normale Jahre, das ist die neue Studie der Bitkom, die Sie wahrscheinlich alle zur Kenntnis genommen haben. Und auch da finden Sie durchaus die Reihenfolge dieser alten Medien im Vergleich zu den neuen Medien, bei aller Vorsicht begrifflicherweise, wiedergespiegelt. Das heißt, neben den konzeptionellen Herausforderungen, auf die ich gleich noch komme, findet sich das Internet weiterhin bestenfalls, wenn man überhaupt von dem Internet sprechen möchte, hier auf Platz 4 nur in der Reichweite. Nur in der Reichweite. Das heißt, dass es durchaus eine große Herausforderung ist, überhaupt über diese Kanäle entsprechende Informationen zu transportieren. Wenn man, und jetzt springe ich wieder zurück, Sie erlauben mir diesen Zeitsprung zu 2009 zurück, wenn man dann nochmal fragt, liebe Wählerin, lieber Wähler, im Wahlkampf gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sich über die Parteien und ihre Politik informieren kann. Ich möchte gerne wissen, welche Informationsquellen Ihnen wirklich geholfen haben, Ihre Wahlentscheidung zu treffen. Dann sehen Sie oder dann sind es vorgegebene Antworten, die wir in unserer Studie 2009 hier gemacht haben. Und dann sehen Sie, dass all das, worüber ich bisher gesprochen habe, nämlich Parteiwerbung, kanalübergreifend könnte man sagen, nicht wirklich als hilfreich wahrgenommen wird. Niemand von uns wird durch Werbung beeinflusst, das wissen wir, das ist völlig klar, da sind wir alle sozusagen immun gegen. Insofern, also Sie hören die leichte Ironie, mögen diese Werte sozusagen durchaus auch Projektionen sein, damit wir uns das Bild eines autonomen Ich beibehalten können. Aber die Tendenz ist trotzdem klar, ja, dass es andere Informationsquellen gibt, und das hat ja auch Herr Minak durchaus aus anderer Perspektive, aber von der Stoßrichtung her argumentiert, dass es andere Informationsquellen gibt, die vielleicht, Stichwort Mythos, Social Media, selbst in diesem Wahlkampf 2013 noch wichtiger sein werden als eben genau diese Social Media. Worauf ich Ihr Augenmerk nochmal lenken möchte, ist die Zeile ganz unten, Gespräche mit anderen. Wir finden insbesondere, und ich glaube, Herr Radunski war es, der gestern dankenswerterweise an den guten alten Lazarsfeld erinnert hat, die Bedeutung interpersonaler Kommunikation, dass es wichtig ist für Menschen, die sich nicht so sehr für Politik interessieren, die wenigen Eindrücke, die sie vielleicht haben, in ihrem sozialen Netzwerk rückzubinden, sich zu versichern, so eine Filterfunktion, kann ich dem vertrauen, was der da sagt? Und dass wir gerade ein Muster finden, dass weniger interessierte Menschen sagen, ja, die Gespräche mit anderen, die sind eigentlich das, was mir wirklich geholfen hat, die so ein bisschen Licht in das Dunkel gebracht haben. Das sollte man im Kopf behalten. Und jetzt komme ich endlich zu den schon mehrfach erwähnten Überlegungen, was heißt denn das eigentlich für Social Media? Und mein Argument an der Stelle wäre, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, das ist eine analytisch nutzlose Kategorie. Sowohl das Internet als auch die sozialen Medien helfen uns nicht wirklich, sozusagen dieses Phänomen, das wir dort zweifelsohne beobachten können und was auch wichtiger wird, dieses Phänomen in den Griff zu kriegen. Das ist ein Screenshot aus meinem Facebook-Profil. Sie sehen mir nach, dass ich meinem sozusagen Kontakt an der Stelle, die das Recht der Anonymität gewahrt habe. Aber was die Person hier geschrieben hat, ist SPD making me speechless. Ja, und das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, an der Stelle eine digitale Adaption eines klassischen Gesprächs, eines klassischen Dialogs zwischen Bekannten. Und das ist was völlig anderes, und Sie sehen dann auch, 6 Personen haben das
eine Person hat es geliked, 6 Personen haben es kommentiert, dass daraus durchaus so ein digitales Äquivalent zu einem Gespräch und einer Gruppendiskussion entstanden ist. Und das ist was völlig anderes als zum Beispiel das hier. Das ist das Facebook-Profil von Peer Steinbrück, 23.869 Personen liken dieses Profil von Peer Steinbrück, während das eben sozusagen das Äquivalent zu einem Gespräch, zu einem Austausch, sei es bilateral, sei es multilateral gewesen ist, ist das hier im Prinzip klassische Parteiwerbung. Ja, und sozusagen der letzte Schritt an der Stelle wäre, auch das ist sozusagen mehr oder weniger zufällig ausgewählt, natürlich haben wir an der Stelle auch klassische Massenmedien, die mittlerweile völlig selbstverständlich in diesen digitalen Netzwerken, in den sozialen Netzwerken vertreten sind. Das sind 3 völlig unterschiedliche Logiken. Wenn Sie auch nochmal die Zahlen reflektieren, die ich vorher präsentiert hatte, das hier ist im Prinzip klassisch massenmediale Adaption oder Massenmedien adaptiert in den Bereich von Facebook, von sozialen Medien. Da haben wir eben gesehen, das überzeugt Menschen durchaus. Bei den hilfreichen Informationsquellen haben sie gesagt, ja, Fernsehnachrichten, Zeitungsartikel, wichtig, unglaublich wichtig, das hat mir wirklich geholfen. Das, was wir davor gesehen haben, Peer Steinbrück, ist klassische Werbung. Da haben die Leute gesagt, nee, interessiert mich nicht, erreicht mich vielleicht an vielen Stellen sogar überhaupt nicht. Und sozusagen das Gespräch, der Austausch auf Facebook, was Sie nochmal auf der Folie davor gesehen haben, naja gut, das wäre klassische interpersonale Kommunikation. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Kollege Reyes, ich weiß nicht, ob er noch da ist, aber von den Piraten, vielen Dank. Ich hatte ja angekündigt, ich würde Sie zitieren. Hat, glaube ich, gestern diesen Satz gesagt, korrigieren Sie mich, aber sinngemäß, Unterschied zwischen Offline und Online ist voll lächerlich. Der Kollege Fober hat es etwas wissenschaftlicher ausgedrückt und spricht von multipler Konvergenz. Aber die Idee ist die gleiche, diese Kategorien, das Internet, die sozialen Medien, wenn wir so über das Phänomen nachdenken, dann kommen wir nicht zum Kern dessen, was dort möglich ist oder was eben auch nicht möglich ist. Und dann werden wir auch nicht mehr solche Aussagen treffen, wie diesmal wird das Internet entscheidend sein. Und selbst diesmal werden Social Media entscheidend sein. Tue ich mir schwer, darunter konkret was vorzustellen. Es gibt durchaus auch Vorschläge, und das ist hier nur ein Beispiel, der Kollege Eveland, der in den USA schon sehr lange in diesem Bereich forscht, hat einen Mix of Attributes Approach gefordert, der uns, das ist letztlich ein Appell, dass wir uns überlegen sollen, was die Merkmale der Kommunikation sind, die dort stattfinden, wo es sozusagen um Austauschbeziehungen zwischen Bekannten geht, wo es um Massenmedien geht, wo es um Parteiwerbung geht. Nur so kommen wir, glaube ich, zum Kern dessen, was wirklich im Bereich Social Media möglich ist und wo eben auch ihre Grenzen liegen. 3 Minuten habe ich noch, oder? Dann würde ich Ihnen gerne abschließend noch ein paar Zahlen präsentieren, die eher jetzt potenzielle Reichweiten in der Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Parteien und Spitzenkandidaten in die Richtung weisen, Ihnen dazu noch ein paar Zahlen zeigen. ARD-ZDF-Online-Studien, unglaublich wertvoller Schatz, finde ich, wenn wir uns mit Internetnutzung und ihrer Bedeutung in Deutschland beschäftigen. Personen ab 14 Jahren, wie viele nutzen zumindest gelegentlich das Internet? Sie kennen wahrscheinlich alle zumindest ansatzweise diese Grafik. Wir haben mittlerweile eine Situation, das sind die roten Kreise hier, 2012, die neue steht unmittelbar vor Veröffentlichung, glaube ich, dass etwa 80% der Deutschen Zugang, nicht nur Zugang zum Internet haben, sondern das Internet auch zumindest gelegentlich nutzen. Sie sehen drunter die Zahl in Millionen, das sind dann etwa, was haben wir hier, knapp über 50 Millionen. Eine Differenzierung, nämlich nach Alter, zeigt schon, dass, wenn ich ein Wahlkämpfer bin, mir sozusagen die demografische Struktur Deutschlands im Kopf behalte, mir auch unterschiedliche Wahlbeteiligungsraten vor Augen oder ins Gedächtnis rufe, dass sich dann sofort eigentlich ein anderer Blick ergibt. Die Masse der Wählerinnen und Wähler, wie gesagt, insbesondere wenn sie auch noch Wahlbeteiligungsraten im Kopf behalten, ist in dieser Gruppe, die hier selbst 2012 gerade mal zu einem Drittel internetmäßig überhaupt nur versorgt war, also überhaupt nur zumindest gelegentlich dieses Medium genutzt hat. Und wenn Sie sich dann im nächsten Schritt noch anschauen, auch das sind Zahlen aus 2012, wie die Nutzungsmuster aussehen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Ja, Sie sehen hier links die Gruppe der 20- bis 29-Jährigen, rechts die Gruppe der über 60-Jährigen und was sie sozusagen nur die das Internet nutzen, wohlgemerkt. Also wir reden rechts von etwa 40% überhaupt nur aus dieser Gruppe und von diesen 40% nutzen ein paar Leute, das ist die Mehrheit oder der größte Wert an der Stelle, Wikipedia, Videoportale, Netzwerke, Weblogs, Twitter,
da sehen sie praktisch nichts. Ja, und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt wieder ein Jahr alt und da verschiebt sich ein bisschen was. Aber als Wahlkämpfer muss ich natürlich, und dann sind wir wirklich beim Mythos, glaube ich, diese Zahlen zunächst mal überhaupt zur Kenntnis nehmen. Letzter Punkt. Das ist eine Studie, die wir im letzten Jahr in Baden-Württemberg gemacht haben, aber ich glaube, so, auch wenn das hier in Berlin vielleicht durchaus kontrovers ist, aber so unterschiedlich sind die weder die Schwaben noch die Baden an der Stelle dann, dass man nicht zumindest mal einen Blick auf diese Zahlen werfen könnte. Facebook ist überhaupt kein politisches Medium. Ja? Also was ich Ihnen hier sozusagen zeige, ist nochmal einerseits in der linken Hälfte, was sich Manuela Glab hat es auch schon genannt gerade, etwa die Hälfte der Internetnutzer in Deutschland hat ein Facebook-Profil. Das finden wir auch in unserer Studie hier erfreulicherweise einigermaßen wiedergespiegelt. Das sagt uns nichts darüber, was politisch bei den Menschen über dieses Facebook-Portal oder das Profil ankommt. Das habe ich mal versucht, Ihnen hier rechts aufzuschlüsseln. Wie viele der Beiträge, das sind die drei Fragen, die wir gestellt haben, wie viele der Beiträge, die Sie auf Facebook so an einem durchschnittlichen Tag, in einer durchschnittlichen Woche wahrnehmen, wie viele davon haben einen politischen Inhalt im weitesten Sinne? Und dann sehen Sie, dass wir rund ein Viertel der Facebook-Nutzer haben, wo nie auch nur ein Stückchen Politik ankommt. Dann kommt nochmal eine relativ große Gruppe hier dazu, wo sehr wenig ankommt, dann sind wir insgesamt schon bei 60% der Facebook-Nutzer. Eher wenige, eher viele, sehr viele, das sind dann die oberen Kategorien, die obere sehen Sie kaum. Also lange Rede, kurzer Sinn, Facebook ist nett, aber die Leute nutzen es und Sie erlauben mir diese Unschärfe, wenn ich von den Leuten rede. Das Gros der Menschen nutzt das Portal für alles Mögliche, für Unterhaltung, aber eben nicht für politische Zwecke. Und noch deutlicher wird es, oder werfen wir nochmal einen Blick auf diesen einen Balken, fremde politische Beiträge. Das ist eine hochspannende Kategorie, weil es einer Push-Logik folgt. Ja, wenn ich mit einem von Ihnen sozusagen auf Facebook befreundet bin, mich überhaupt nicht für Politik interessiere, aber Sie sich erdreisten, was Politisches dort zu posten, vielleicht auch einen Post von Peer Steinbrück zu verteilen oder zu liken, na gut, dann sehe ich es plötzlich auch. Dann ist es ein aufdringliches Stückchen Information, das mich über diesen Kanal erreicht. Und für eine wahlkämpfende Partei ist das natürlich ein unglaubliches Potenzial, weil dann habe ich sofort diese Push-Logik aktiviert, Schneeballeffekte und damit habe ich potenziell, wenn es denn mir gelingt, diese Multiplikationseffekte zu initiieren, damit erreiche ich plötzlich dann selbst in so einem Medium wie Facebook Menschen, die sich eigentlich nicht für Politik interessieren und die kann ich dann vielleicht sogar auch an der Stelle ein bisschen beeindrucken. Die beiden rechten Balken auf der rechten Seite, die sind wiederum solche, die Eigeninitiative erfordern. Sei es, dass ich selber über Politik Beiträge poste, das ist der mittlere Block hier und da sehen Sie auch, da sind die Zahlen noch mal niedriger. Weil eben das politische Interesse, der Kollege van Dett in Mannheim hat es mal so formuliert, das Leben, nicht die Politik ist wichtig. Und das sieht man hier im Ansatzweise. Die Hälfte der Facebook-Nutzer postet nie irgendwas über Politik. Das überrascht uns nicht wirklich, manchmal vielleicht doch, aber man muss es einfach sozusagen in Erinnerung behalten. Und politische Likes, also gefällt den Menschen irgendwas Politisches in Facebook, folgen sie einer politischen Person, einer Organisation oder wem auch immer, das ist tatsächlich ein Nischenphänomen und das sollten wir, wenn wir nicht über innerparteiliche Willensbildung reden, sollten wir an der Stelle einfach im Kopf behalten. Allerletzter Punkt, es gab ein tolles Facebook-Experiment in den USA. Sie kennen USA, Get Out the Vote, also die Mobilisierungskampagnen, die es dort seit vielen Jahren gibt. Facebook hat mit Forschern von der amerikanischen Universität dort kooperiert und hat es erlaubt, dass man über Facebook Aufrufe zur Wahlbeteiligung platziert. In zwei Varianten allerdings. Sie sehen im oberen Teil ein Aufruf, der einfach nur dort steht, Today is Election Day, find your polling place on the US Politics page and click the I voted button to tell your friends you voted. Also schon so eine Erinnerung, auch so ein gewisser Appell, dass die Leute zur Wahl gehen sollen. Und Sie sehen eine zweite Variante unten, wo dieser Appell nochmal zusätzlich dadurch flankiert wurde, dass man hier Namen von Freunden dieser Person aufgelistet hat, die bereits gewählt haben.
Und das sind eigentlich Mechanismen, die wir aus der Offline-Welt seit vielen, vielen Jahren kennen. Dass sozusagen der soziale Druck aus meinem Netzwerk, dass der tatsächlich am Ende den Ausschlag geben kann, dass Menschen vielleicht doch zur Wahl gehen. Und genau diese Logik finden wir hier sozusagen auch digital adaptiert. Wir sehen einen signifikanten Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Dieser zusätzliche soziale Faktor, deine Freunde, viele deiner Freunde haben bereits gewählt, hat tatsächlich nochmal zu einer leichten zusätzlichen Erhöhung der Wahlbeteiligung geführt, was im oberen Beispiel, wo nur der Aufruf alleine steht, nicht gefolgt ist. Was mich insgesamt zu meinem ganz knappen Fazit führt, Social Media im Wahlkampf ist kein Phänomen sui generis, das ist nichts Neues, sondern das sind eigentlich alte Strukturen, alter Wein in neuen Schläuchen, könnte man sagen. Und wir wissen, Wahlkampf, sozusagen, wir haben schon gehört, Wahlkampf hat was mit Kämpfen zu tun, es hat auch mit Blut, Schweiß und Tränen wahrscheinlich zu tun und das gilt offline wie online, insofern ist es alles andere als ein Selbstläufer. Das gilt erst recht in sozialen Medien. Damit danke ich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Faas. Ich würde vorschlagen, dass Herr Bölter hier direkt anknüpft, wir die Diskussion dann über beide Beiträge zusammenführen und insofern auch an Sie die Bitte, hier einzusteigen. Kurzes Aufrufen. Ja, vielen Dank für den Überblick. Das passt ganz gut. Es war nämlich nicht abgesprochen. Meine Intervention konzentriert sich auf einen Aspekt, den ich als Wahlkampfinteressierter und auch Wahlkämpfer, der ich war oder vielleicht auch bald wieder bin, sehr interessant finde an diesem Thema Social Media, weil der Mythos, das fand ich auch ein bisschen sperrig, als ich das so als Thema vorgegeben bekam, aber vielleicht ist der Mythos ja einfach schon entstanden, als im Januar 2009 damals die Bundestagswahlkampfvorbereitungen begannen und wir alle unter dem Eindruck von Obamas Wahlkampf von 2008 standen. Und da war ja das Phänomen, dass ein SPD.de-Relaunch 35 Journalisten ins Willy-Brandt-Haus gezogen hat. Und alle haben nur gefragt, wie macht ihr das denn jetzt? Wie macht ihr das jetzt auch so wie Obama? Und die mediale Berichterstattung aus meiner Sicht des Obama-Wahlkampfes 2008 hat sich ja sehr stark auf Social Media verengt. Und wir alle waren irgendwie geblendet und waren von diesem Mythos, dass er die Wahlen mit Social Media gewonnen haben sollte, irgendwie scheinbar so informiert. Aber dabei stimmte das ja gar nicht. Ein guter Freund von mir, der auch den Obama-Wahlkampf mitgemacht hat, der hat immer darauf hingewiesen, ihr Deutschen, ihr schnallt einfach nicht, dass da noch ganz viele andere Säulen eine Rolle gespielt haben und Social Media eigentlich nur ein Instrument war, was in dem gesamten Instrumentarienkasten seinen Dienst geleistet hat. Natürlich innovativ, natürlich neu. Und wir können ja auch feststellen, dass seitdem in Deutschland der Stellenwert von digitalem Campaigning ja doch um einiges höher ist. Das ist ein Fakt. Also wir haben einen erheblichen Zuwachs an diesem Thema, auch innerhalb einer Wahlkampfführung. Und wenn man sich vorstellt, dass Facebook 2009 erst 3 Millionen Mitglieder hatte und jetzt 25 Millionen, kann man das ja auch abbilden. Das heißt, Online First ist bei den Medien und in den Verlagen mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Und auch die Politik wollte ja eigentlich schon 2009 diese Innovation nutzen, hat es aber nicht geschafft. Insofern wird es jetzt spannend, ob 2013 der nächste Schritt gemacht wird. Und ob wir jemals dahin kommen, dass wir, so wie in den USA, das ja im letzten Obama-Wahlkampf war, im Netz wirklich der politische Diskurs eines Landes mitgeführt wurde, das möchte ich auch noch bezweifeln zum jetzigen Zeitpunkt. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir hier überhaupt keine Diskurse führen in Deutschland und dass wir dadurch einfach
auch keinen Diskurs im Netz haben. Also es wird dann immer sich beschwert, wo bleibt der Diskurs im Netz, wo ist die Interaktion, der Dialog im Netz. Aber wenn wir den, wie wir ja auch gestern teilweise festgestellt haben, wenn der vielleicht politisch, taktisch, konzeptionell gar nicht gewollt ist, selbst in den Medien oder selbst in der politischen Klasse an sich, dann muss man sich vielleicht auch nicht wundern, dass der im Netz auch nicht stattfindet. Aber ein paar Fragen. Woran liegt das, dass in Deutschland dieses Social Media einerseits so hoch geschätzt wird und auf der anderen Seite so schwer in Gang kommt? Haben die deutschen Campaigner da nicht alles gut genug gelernt von Obama? Haben sie sich das vielleicht alles nicht gut genug angeguckt? Oder haben sie vielleicht ein paar Säulen vergessen, die bei dem gesamten Wahlkampf, der von uns als Social Media bezeichnet wird, auch eine Rolle spielt? Oder verfügen die Parteien, und das ist auch eine ernstzunehmende Frage, gar nicht über die Ressourcen, diesen Social-Media-Wahlkampf à la USA in diesen vielen einzelnen Kanälen, die ja zusätzlich hinzukommen, zu allen anderen bestehenden Kommunikationskanälen, überhaupt zu managen und zu synchronisieren? Das wäre auch nochmal eine Frage, die man stellen müsste und vielleicht beantworten sollte. Oder liegt es vielleicht auch daran, dass die politische Klasse noch nicht von Digital Natives gestellt wird? Also die Piraten wachsen ja nach und die anderen Parteien, da kommen jetzt auch Generationen rein, die dann irgendwann mal Führungsposten übernehmen werden und dann auch 1982 geboren worden sind und als Digital Natives gelten. Vielleicht fällt es deshalb allen Parteien noch so schwer, die Synchronität zwischen diesen digitalen und ja, Social-Kanälen und den klassischen gelernten Medienkanälen, die es ja auch noch gibt, hinzubekommen. Aber das sind einfach Fragen, die so meinen Rahmen abstecken sollen, und ich möchte mich eigentlich auf einen Punkt fokussieren in dieser Intervention. Ich habe mich gefragt oder ich frage mich immer wieder, warum und kann es sein, dass es in Deutschland in diesem ganzen Social-Media-Kontext nie zu einer Aktion kommt? Also wir haben in den USA ganz viele Situationen, ganz viele Kommunikationssituationen, wo es der jeweilige Wahlkämpfer geschafft hat, von der Information in die Aktion mit den Bürgern und Bürgerinnen zu treten. Und wir sprechen hier in Deutschland teilweise noch davon, ob der Dialog im Netz einigermaßen rund läuft. Also wir denken noch nicht mal daran, dass wir es vielleicht schaffen könnten, dass eine Facebook-Kommunikation oder eine Twitter-Kommunikation zu einer Aktion führt meiner Wahlkämpfenden oder auch meiner interessierten Bürger. Und wenn man sich das so anguckt, das wurde eben schon ein bisschen gezeigt, wie die Bundeskanzlerin und der Kanzlerkandidat, das habe ich jetzt mal so Beispiele genommen, was die in ihren Social-Media-Kanälen oder im Internet allgemein so machen, dann sieht man das, wenn man das so ein bisschen durchklickt. Das sind schöne Bilder auf verschiedenen Plattformen. Es gibt sehr viele ja, Mitmachangebote, wie sie in Deutschland ja heißen. Alles ist ein ja, gut gestylt und auch funktional, auf hohem Niveau, professionell programmiert. Das kann man der SPD auch zugestehen. Die Sachen, wie eben gesagt, sind natürlich eher in einem eindimensionalen, werblichen ja, Kanal aufgebaut. Und wenn man sich überlegt, dass Peer Steinbrück 23.806 Facebook-Freunde hat, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass der gesamte Aufwand, also theoretisch, sehen das ja nur diese 23.000 Menschen, was auf diesem Profil passiert. Und wenn es nicht so kommt, wie Herr Professor Faas gesagt hat, dass irgendeiner sich erdreistet, einen Link von Peer Steinbrück auf seinem eigenen Profil zu linken und das seinen 180 Freunden, die er im Durchschnitt hat, zu posten, dann kommt das da auch nie raus aus der Ecke. Also diese Dimension muss man sich auch immer wieder mal klar machen. Und ich habe diese Bilder jetzt mal so ausgewählt, um einfach zu zeigen, auf der Ebene sind die deutschen Parteien meiner Meinung nach alle gut und ordentlich aufgestellt. Aber wenn man dann anfängt, in die Dialoge zu gehen, dann kann ich dem nur zustimmen. Das ist alles eher seicht und uninteressant, was da gesprochen wird. Es sind im Grunde Pressemitteilungen, die in einer anderen Sprachform, vielleicht mit einem etwas anderen Wording, aber einfach übersetzt werden. Und dieses Problem
gab es 2009 natürlich schon in der Urform, dass da einfach 1:1 Pressemitteilungen reingestellt wurden. Mittlerweile hat man sich da auch ein bisschen entwickelt, aber es reicht alles noch nicht. Es ist alles so ein bisschen, kommt einem immer noch so ein bisschen vor wie Spielwiese. Und der Punkt, deshalb habe ich dieses Call for Action als Thema ausgesucht, der Punkt ist, wann schaffen wir das denn hier in Deutschland mal mit irgendeinem Dialog, der auf einer Parteiseite oder auf einer Politikerseite stattfindet, zu einer Aktion, also in der wirklichen Realität, wie wir heute gelernt haben, hinzubekommen. Und davon, glaube ich, sind wir hier in Deutschland noch sehr weit weg. Und deshalb ist für mich dieser Zielpunkt Call to Action eigentlich der entscheidende. Wenn wir den mal erreicht haben, wenn wir das nachweisen können, dass es funktioniert, im Internet Dialoge zu führen, auf Social Media Kanälen Dialoge zu führen, Themen aufzusetzen und daraus eine Aktion zu machen, dann glaube ich, wird das Wort Mythos bei Social Media auch ein bisschen kleiner. Die Piraten haben es ja teilweise geschafft mit der Zensursola-Aktion. Das war ja im Grunde auch die maßgebliche Aktion, die alle bei uns hier kennen, wie Social Media mal funktioniert hat. Aber viel mehr kommt mir da dann auch nicht mehr in den Sinn. Also wenn ich jetzt auch die Sachen von Gutenberg, der hatte zwar ein riesengroßes Fanpotenzial in Social Media, aber als es dann zur Demo in Berlin aufgerufen wurde, ich glaube, da waren dann irgendwie von den 300.000 Facebook-Freunden irgendwie 20 noch übrig geblieben. Und da möchte ich jetzt mal ein Beispiel geben, nochmal, wie Obama das hier gemacht hat. Wenn man mal Call to Action studieren will, dann kann man sich eigentlich mal dieses Anti-Waffen-Gesetz, was Obama versucht hat, auf den Weg zu bringen, wo er mit gescheitert ist, aber wo er eine Kommunikation aufgesetzt hat, die meiner Meinung nach ein gutes Beispiel dafür ist, wie man synchronisiertes Call to Action hinkriegt. Ich meine, man sagt uns ja immer nach, wir Deutschen können so gut organisieren, aber die Amerikaner, finde ich, machen das noch ein bisschen besser, gerade was das in der politischen Kommunikation. Da wird nämlich alles durchgetaktet von der Rede des Präsidenten über die klassische Presse- und Medienarbeit. Es gibt klare Absprachen, wer in den Sonntags-Talkshows dieses Thema von welchen Politikern wo gesetzt wird. Dazu gibt es ein sehr ausgeklügeltes Storytelling in allen Social-Media-Kanälen. Und das wird auch noch mal wirklich sozusagen flankiert mit einem sehr klassischen Online-Kommunikationskanal, den alle auch immer ein bisschen vergessen, finde ich. Das ist die E-Mail-Kommunikation. Und alle, die Obama-Newsletter abonniert haben hier in Deutschland, die wissen das auch. Obama hat seine Wahlkampagne ja umformatiert in eine Organizing for Action. Erst hieß es Organizing for America und jetzt heißt es Organizing for Action. Das heißt, die gesamte Datenbank, die Obama zur Verfügung hat von mehreren Millionen E-Mail-Accounts, die hat er aus seinem Wahlkampf jetzt rübergerettet in seine exekutive Aktionspolitik. Weil er ja auch keine Mehrheiten im Kongress hat, ist das eigentlich ein sehr interessantes Mittel. Und diese Call for Action, das kann Obama, glaube ich, mit am besten. Und wenn man sich das hier anguckt, es sind einfach immer sehr klare Aufforderungen. Es wird gar nicht darauf plädiert, dass der Wähler oder der Bürger viel selber nachdenkt und mitdenkt, sondern er soll tun. Und viele von denen möchten auch vor allem tun und machen dann eben das, was an Angeboten auf der Website und in den E-Mails zur Verfügung steht, ihren republikanischen Abgeordneten anrufen oder. Also diese Aktionsform, wo Social Media eine zentrale Rolle spielt, also informieren, Dialog führen, aber immer den Punkt genau auszuwählen, dass man in die Aktionsform tritt, das passiert in Amerika gut und in Deutschland sind wir da noch sehr, sehr weit entfernt. Dann konnte ich mir es natürlich auch nicht nehmen, ich habe noch, glaube ich, 3-4 Minuten, nochmal über die SPD nachzudenken. Wie könnte dann, gerade weil ja die Ansätze eines Haustürwahlkampfs für die SPD, haben wir alle mehrmals gehört,
eigentlich ganz schlauer ist und auch das Potenzial hat, diese Nichtwähler, diese Wähler auf Urlaub, wie sie Forsa mal genannt hat, zurückzuholen und an die Haustüren zu gehen. Wenn ich das aber so höre, den Diskurs, wir gehen da an die Haustüren, dann ist es ja auch, wenn man mit vielen Wahlkämpfern spricht, ja, haben wir doch schon immer gemacht. Flyer haben wir ja schon immer in die Briefkästen gesteckt und an die Tür geklopft haben wir auch schon immer. Was dahinter noch steckt, dieses Canvassing, dieses Big Data oder Datenmodell an Datenbanken und genaue Analyse von Straßenzügen, wo eigentlich meine Zielgruppe, wo die Leute wohnen, die nicht zur Wahl gehen, da fehlt einem natürlich auch die Zeit, das zu erklären. Das wird auch noch alles sehr, glaube ich, gut vorbereitet im Moment bei der SPD. Insofern haben die da auch echt eine Chance, da ihre Potenziale zu holen. Was mich aber gewundert hat, ist, dass man nicht viel früher angefangen hat, Social Media für diesen Punkt zu nutzen. Warum, oder ich habe es jedenfalls noch nicht mitgekriegt, warum habe ich nicht vor 6 Monaten schon das Thema in Social Media aufbereitet bekommen, Haustürwahlkampf, Freiwilligengewinnung, also nicht nur die eigenen Parteimitglieder zu mobilisieren, dann an die Haustüren zu klopfen, sondern wirklich auf Bundestagskreisebene Teams zusammenzustellen, wie Obama es ja in jedem Bundesstaat gemacht und geschafft hat, um in den Nachbarschaften, um mit lokalem Bezug die Sache nach vorne zu kriegen. Also das hat mich nochmal ein bisschen erstaunt, dass da nicht mehr gekommen ist oder bisher nicht mehr gekommen ist. Und da sehe ich einfach auch nochmal ein sehr großes Potenzial, um diese Call for Action oder Call to Action Formate wirklich hinzubekommen. Also für mich wäre sozusagen ein Thema, ein kontroverses Thema, Social Media als Kanal und vor allem als Aktionskanal und der Haustürwahlkampf in einer Form, wie man es in England und USA kennt, mit datengestützten Analysen. Das wäre für mich ein sehr interessanter Dreiklang für diesen Wahlkampf, wo ich auch als Innovationspotenzial etwas erkennen könnte und wo einfach auch Social Media seine oder eine zentrale Rolle spielen könnte, die es auch annehmen könnte. Damit bin ich auch schon durch und das war meine Intervention mit dem Schwerpunkt Call to Action. Vielen Dank. Ja, wir haben 2 ganz unterschiedliche Perspektiven hier gehört, mitvollziehen können. Einmal der eher systematische Blick auf den Gegenstand und dann auch ganz praktische Folgeüberlegungen, die Frage, wo Innovationspotenziale in dem Bereich liegen. Erlauben Sie mir, dass ich an der Stelle auch mit 2 kurzen Fragen hier die Diskussion einleite, die sozusagen genau diese beiden Perspektiven auch nochmal aufrufen. Zum einen an Thorsten Faas die Frage, anknüpfend an unsere Diskussion über Online, Offline, wie verknüpfe ich das in den Wahlkampagnen effektiv, ist ja im Endeffekt auch die Frage. Haben wir noch gar nicht so furchtbar viel drüber gehört. Auch wenn die Medien verschmelzen, ist ja doch auch noch zu klären, wie die Abstrahleffekte aussehen zwischen klassischen Massenmedien, die auch zunehmend in diese Domänen eindringen, aber dann eben auch im Bereich der Social Media, wenn wir beispielsweise an prominente Blogger denken, die ihren prominenten Status dann ja auch konventionell massenmedial entwickeln. Welche Relevanz hat das für Wahlkampagnen? Das wäre die eine Frage. Die andere an Herrn Bölter. Ich zitiere Sie jetzt verkürzt und ein bisschen polemisch. Sie haben im Grunde formuliert, nicht denken, sondern handeln. Stimmt mich etwas nachdenklich, muss ich ganz offen sagen. Und ich will hier ein Fragezeichen ansetzen in die Richtung, dass wenn wir wissen, es sind nur kleine Teile der Netzgemeinde, die Social Media wirklich als politisches Informationsmedium benutzen, auch hier aktiv Inhalte platzieren, wenn die Zahlen so richtig sind, dann könnte man ja fragen, ist es dann tatsächlich geeignet als Kampagneninstrument, weil einer solchen Gruppe würde ich unterstellen, die ist explizit dialogorientiert.
Das sind kritische Nutzer. Es gibt ja auch eine bestimmte Erwartungshaltung, was von Seiten der Politik dann hier als Response kommt. Wenn Sie beide dazu kurz Stellung nehmen und dann öffne ich das hier für die große Runde. Fange ich vielleicht mal an der Stelle an. Wenn man an die Tagesschau zum Beispiel denkt, dann kann man sagen, okay, manche Leute gucken das im ersten, manche Leute gucken das auf den dritten Programm, andere Leute gucken das auf ihrem Smartphone in der App, andere rufen sich es aus der Mediathek ab. Niemand von uns käme auf die Idee zu sagen, es macht einen Unterschied, ob man das auf ARD im klassischen Ersten guckt oder ob ich es auf irgendwie NDR oder WDR gucke. Aber irgendwie schwingt in unserer ganzen Argumentation immer noch mit, dass das Internet, dass das irgendwie was anderes ist. Dabei wäre mein Argument eigentlich letztlich gewesen, dass das technische Transportmedium, über das letztlich Informationen zu uns kommen, irrelevant ist. Ganz oft wissen wir, glaube ich, auch gar nicht, ob das nicht technisch gesehen schon sozusagen über Internet im weitesten Sinne als Nullen und Einsen bei uns ankommt. Insofern ist mein Appell an der Stelle nochmal zu sagen, ich glaube und auch wir in der Politikwissenschaft und in der Kommunikationswissenschaft, wir stehen ja vor dem gleichen Problem, dass wir in diesem Bereich der Medien einfach einen sich vollziehenden Wandel beobachten können, der unsere Kategorien, mit denen wir seit Jahrzehnten arbeiten, echt Probleme bereitet. Und wenn wir so sagen, das Internet, dann ist es letztlich nur Ausdruck dieser Schwierigkeiten. Das vielleicht nochmal vorab, um den Punkt nochmal klar zu machen. Abstrahleffekte, ja, das ist dann letztlich die Folgefrage, die damit verbunden ist. So wie wir auch wissen, wobei das ja umstritten ist, es gibt irgendwie einen Two-Step-Flow of Communication, es gibt diese berühmten, oder es gibt Leute, die sagen, es gibt Meinungsführer, die rezipieren die Informationen und dann gibt's und tragen sie sozusagen in ihre Netzwerke weiter. Genau das gleiche Muster können wir jetzt sozusagen an vielen Stellen im Internet beobachten oder in Social Media insbesondere beobachten, was genau die gleiche Logik ist. Es gibt so ein paar Studien im amerikanischen Kontext, wie tatsächlich so Themenagenden sich entwickeln, die dann schon zeigen, und das ist insofern ist die Frage schon sehr berechtigt, ne, dass Blogger bei bestimmten Themenkonjunkturen, muss man dazu sagen, eine wichtige eigenständige Rolle spielen. Was sind jetzt diese Blogger? Wenn ich mein Argument von eben konsequent zu Ende führen würde, dann würde ich sagen, okay, das sind nicht parteipolitische Informationsquellen, die sich als Einzelne, die offen sind für Feedback, unterstellen wir das mal, aber die ansonsten durchaus so einer klassisch-journalistischen Logik folgen. Man könnte an der Stelle auch sagen, nee, da verschiebt sich vielleicht wirklich was. Plötzlich können auch Leute einen Blog bei der New York Times betreiben, die sich vielleicht nicht als Journalisten verstehen, sondern als Wissenschaftler, als einfach freie Bürgerinnen oder Bürger. Also so ein paar Rollenstrukturen lösen sich an der Stelle vielleicht schon auf, aber nochmal, mein Appell an der Stelle wäre eigentlich gewesen, dass wir zumindest versuchen sollten, von unseren systematischen Kategorien her klar zu bleiben, letztlich in der Hoffnung dann auch Fragen wie deine nach Abstrahleffekten oder anders formuliert nach Interaktionsmustern zwischen diesen verschiedenen Arenen, die noch klarer in den Griff zu kriegen, als wir es vielleicht heute können. Ja, denken statt handeln statt denken, sagten Sie. Ne? Ich habe natürlich nichts gegen das Denken, sondern und auch nicht gegen kritisches Feedback, sondern dieser Call to Action Ausschnitt, den ich da besprochen habe, der findet natürlich immer meistens dann statt in einer Wahlkampfphase, wenn das Programmatische und die Diskurse über den richtigen Weg und die Inhalte schon geführt sind. Und das heißt, ich habe da sozusagen, für mich ist der Rahmen, in dem das stattfindet, dass das alles aufrechte Staatsbürger sind, die kritisch denken und die auch Diskurse geführt haben, die sich aber entschieden haben, ab einem gewissen Punkt sich als Teil einer Kampagne in den Dienst dieser Partei, für die sie gerade Campaigning machen, zu stellen. Und eben auch die Strukturen durchschauen und eigentlich eine wichtige Position haben. Also ein Multiplikator zu sein, ein Campaigner zu sein, bedeutet dann ja auch Überzeugungskraft zu entwickeln. Und
das oder diese Situation wollte ich damit beschreiben. Und wenn man sich das nämlich vorstellt, gerade mit diesem Haustürwahlkampf, also gerade dieser Dreiklang, den ich am Ende erwähnt habe, wenn man da nämlich die Realität sieht, zum Beispiel in ostdeutschen Bundestagswahlkreisen, wo zum Beispiel die SPD einen Organisationsgrad hat, der nicht gerade sehr hoch ist, also wo dann Bundestagswahlkämpfer, also ein MdB in Thüringen oder sonst wo oder in Sachsen, dann mit 3 bis 4 Mitarbeitern einen Wahlkampf zu führen hat, der einen Landkreis abdecken soll, wo man eine Stunde mit dem Auto durchfährt. Also das ist schon eine echte Herausforderung. Und dort diese Mobilisierung hinzukriegen über Freiwilligenmanagement im Vorfeld und so weiter, das wundert mich einfach, weil es gibt so viel Bedarf und es wird so wenig in diesem Bereich gemacht. Deshalb habe ich das so ein bisschen zugespitzt. Haben wir Wortmeldungen, Diskussionsbeiträge? Ganz vielen. Wir gehen von vorne nach hinten durch. Zuerst der Herr mit der Mütze, bitte. Hallo, Tobias Schwarz. Ich habe so ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind bei beiden Vorträgen. Zum einen zu dem Call to Action, Campaigning Aspekt. Ich glaube, das deutsche oder die deutsche Internetgemeinde, wie man sie auch landläufig bezeichnet hat, in den letzten Jahren doch ganz klar gezeigt, dass es im Moment fast keine andere Gruppe in Deutschland gibt, die so kampagnenfähig ist, auch wenn sie extrem dezentral ist, dass die Parteien nicht in der Lage sind, dieses Potenzial zu nutzen, spricht nicht gegen die Kampagnenfähigkeit von Social Media. Ich glaube, das liegt dann eher auf der anderen Seite. Zu der Frage der Konversion, also von verschiedenen Medien, die sich überlagern. Ich glaube, es gibt sehr wohl einen sui generis Aspekt in Social Media und der ist die Reduktion der Transaktionskosten des Gegenkanals, also die Veränderung letztendlich von 1 zu N zu N zu M Kommunikation als Paradigmenwechsel, der grundsätzlich bei allen Formaten die gleichzeitige Kommunikation von verschiedenen Teilnehmern ermöglicht und durch diese Tatsache die Struktur von Debatten zwangsläufig verändern wird. Dass das im Moment noch nicht so ist, weil wir die demografische Kurve gesehen haben, ist klar, aber es wird zwangsläufig passieren in der Zukunft. Dankeschön. Wir haben so viel Kompetenz hier im Raum versammelt, dass es mir schwerfällt, das zu sagen. Aber bitte kompakte Fragen formulieren, der Herr am hinteren Mikrofon. Ja, die These für die anschließenden zwei Fragen ganz kurz zum Ausgangspunkt. Das Netz, ich sage bewusst das Netz und nicht nur die sozialen Netzwerke, ist ein ungeheurer politischer Diskursraum. Dieser Diskursraum ist sehr stark verflochten mit anderen Diskursräumen im Alltag, mit Diskursen im Betrieb, Familie und so weiter, an Stammtischen. Wenn man wissen, was in den Blöcken diskutiert wird, kann man es sehr genau erfahren, was in den Blogs diskutiert wird. Daran schließen sich jetzt zwei Fragen an. Haben Sie denn Zahlen oder wenigstens Schätzungen, wie viele Netzuser pro Tag, in der Woche, pro Monat, im Jahr, wie viele Beiträge politischer Art, also Beiträge zur politischen Alltagskommunikation im Netz absondern und wo tun sie das und welche Relevanz hat dabei überhaupt Facebook und Twitter, also die sozialen Medien im engeren Sinne? Und zweite Frage, wenn man wissen will, was sich in den sozialen Medien abspielt, helfen technische Instrumente, Social Media Analytics Instrumente weiter, die von den Unternehmen auch in Deutschland mittlerweile in beträchtlicher Anzahl genutzt wird. Haben Sie Kenntnisstand über das Ausmaß, den Umfang, wie Parteien solche technischen Instrumente nutzen? Und wissen Sie, welche Parteien gegebenenfalls welche Instrumente nutzen? Ich befürchte, jetzt müssen wir noch eine Vorlesung hier anschließen. Ich möchte gerne eine dritte Wortmeldung direkt dazu nehmen. Der Herr war eigentlich jetzt an der Reihe. Und dann erst noch mal ans Panel geben. Ich wollte was zum Call-to-Action-Pessimismus sagen. Also es ist ja schon gesagt worden, es gibt sehr wohl sehr erfolgreiche Kampagnen übers Netz. Das funktioniert einfach auch dadurch, dass Themen so viel geteilt werden, dass dann auch Politik darauf aufmerksam wird. Das ist eben auch eine andere Kommunikationsform. Und was Haustürwahlkampf und so weiter angeht, Parteien nutzen das immens auf dem niedrigen Level. Das, was mal Straßenwahlkampf hieß, heißt heute faktisch Facebook-Party. Insofern kann ich da Ihren Pessimismus nicht so ganz teilen und die akribische Vorbereitung à la Obama hat auch damit zu tun, dass man dort Datenbestände kauft, die es in Deutschland nicht gibt und die man als deutsche Partei auch einfach gar nicht kaufen will.
Und insofern weiß ich nicht, ob ich jetzt eine wesentliche Dimension ihrer Call to Action verpasst habe oder ob da nicht einfach so ein bisschen auch amerikanische Äpfel mit deutschen Birnen verglichen sind. Thorsten Faas, bitte. Darf ich schon wieder anfangen? Reduktion von Transaktionskosten, ja, klar. Also das, vor allem geht es halt viel schneller. Also ich kann jetzt zum Beispiel schon sehen, auch dass einer aus Ihrem Kreise getwittert hat, dass genau dieser Aspekt der zugenommenen Dynamik, dass ich den nicht gebührend berücksichtigt hätte, sozusagen. Aber dann würde ich auf der anderen Seite schon nochmal fragen, ist das jetzt wirklich was Neues? Oder wenn man sich, als ich irgendwann mal studiert habe, hat damals in Bamberg in der Kommunikationswissenschaft jemand ein Seminar gemacht, neue Medien, und der fing immer mit Gutenberg und dem Buchdruck an. Also letztlich kann man ja, das ist jetzt fast schon trivial, aber trotzdem, ja, das ist ja das Schöne an Trivialitäten, die sind nicht falsch. Danke. dass Dinge schneller gehen und dass sie vielleicht sogar irgendwann dann in Echtzeit synchron funktionieren, ist richtig, und dass das für Parteien auch eine immense Herausforderung darstellt, darauf zu reagieren, ist auch richtig. Insofern könnte man auch sagen, es wird nicht günstiger, sondern es führt einfach zu einer Verlagerung von Kosten. Plötzlich habe ich, wenn ich an einem ernsthaften Input von 60 Millionen Leuten interessiert bin, die mir alle über Social Media jetzt sagen sollen, was sie genau wollen. Ich meine, man kann ja mal die SPD fragen, wie der Bürgerdialog stattgefunden hat, was, glaube ich, ein ziemliches Erfolgsprojekt war, aber was ja erhebliche Kosten verursacht hat. Also sozusagen der Kanal war sehr günstig, aber die Nachbereitung, gut, ich kann dann hoffen, dann wäre ich fast schon bei der zweiten Frage, dass irgendwie mit Algorithmen, also sozusagen, dass ich automatisch versuche, den Content von Twitter-Messages versuchen kann zu extrahieren, aber dass es irgendwie einfacher wird, weiß ich nicht. Also ja, sicherlich ist es für den Einzelnen günstiger, heute mit politischen Eliten in Kontakt zu treten. Wenn man sich mal so wirklich anguckt, mit wem Altmaier, Oppermann, Beck, so die üblichen Verdächtigen, die in den Parteien twittern, ganz viel findet zwischen diesen exponierten Twitterern statt. Und man muss, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, dass man das Potenzial, was jeder von uns heute hat, nämlich ganz vielen wichtigen Leuten wichtige Nachrichten zu schicken, ob das sich wirklich jemals materialisiert oder ob es nicht dann doch wieder irgendwann bestimmte Kanalisationsmuster gibt, die man einfach braucht an der Stelle. Wie viele Beiträge gibt es? Also zumindest wir haben das in unserer Umfrage so nicht erfasst. Insofern würde ich jetzt da ungern eine genaue Schätzung angeben. Ich weiß auch nicht, ob es eine relevante Information ist, wie viele Tweets es tatsächlich pro Tag gibt. Also wenn man weiß, sozusagen dieses berühmte Obama-Bild hatte irgendwie 4 Millionen Likes oder so, und dem stehen dann halt 4 Millionen Bilder gegenüber, die ein Like haben. Also ich glaube, das ist einfach so summarisch, so additiv irgendwie gedacht. Die Strukturen, die sich da rausbilden, sind letztlich nicht viel anders oder nicht sehr unähnlich dem, was man auch grundsätzlich im massenmedialen Bereich findet. Aber Sie sehen, ich laviere um eine konkrete Schätzung rund, und Sie können ahnen, warum das ist. Ich kann die Frage nicht wirklich beantworten an der Stelle. Ja, vielleicht noch eine Antwort zu den Social Media Monitoring Systemen. Also ich weiß es nicht bei allen Parteien. Ich weiß nur, dass die SPD das schon 2009 gemacht hat. Also im Sinne davon, dass man automatisiert guckt, wo sind die Fundstellen, bei denen man erwähnt wird, oder wo sind die Fundstellen, wo es einen bestimmten Kontext gibt, den man vorher definiert hat. Also ich glaube, dass die CDU das sicherlich auch hat, und ob die kleineren Parteien das Geld dafür ausgeben, das kann ich nicht beurteilen, aber ich stimme Ihnen vollkommen zu, das ist ein adäquates Mittel, was mittlerweile ja schon fast zum Standard gehört. Dann die Kampagnenfähigkeit von Social Media wollte ich auch überhaupt nicht in Frage stellen, sondern ich habe eher umgedreht drauf geguckt, dass es mich wundert, dass die Parteien nicht mehr probieren. Also das war ja meine These. Und bei dem Call to Action, gut, da müsste man sich nochmal unterhalten. Ich finde im Verhältnis zumindest zwischen dem, was man auf den Facebook-Profilen der Spitzenpolitiker so mitbekommt, das ist für mich, da habe ich nicht so viel Call to Action gefunden. Da müssen wir uns vielleicht nochmal bilateral unterhalten. Was auch, ab wann ist Call to Action definiert? Also wenn ich Die Kanzlerin macht das irgendwie ja ganz, ganz geschickt, dass sie
die Brigitte und sonstigen Termine da auch so boulevardmäßig für Facebook weiter nutzt. Und wenn man Facebook als den Boulevard des Internets definiert, dann ist das ja auch taktisch vielleicht gar nicht verkehrt. Aber die richtige Call-to-Action-Nummer, die fehlt mir ein bisschen. Da müsste man, also das war jedenfalls meine These. So, wir werden hier gleich einen fliegenden Wechsel haben. Trotzdem möchte ich die beiden Wortmeldungen, die offen sind, gerne noch kurz dazu nehmen. Sie bitte hinten am Mikrofon und Herr Hütt hatte sich gemeldet. Dann müssen wir das schließen. Also ein Aspekt, an den ich noch denke, ist, wir schauen immer so oft im Online und wir, damit meine ich die Politikwissenschaft, was da los ist in Social Media, aber wollen dann doch im Partizipationsbereich in Offline-Kategorien messen, wählen gehen und so weiter. Vielleicht ist unser Partizipationsbegriff ja auch gar nicht mehr so angemessen und vielleicht müssen wir uns überlegen, dass das Like vielleicht doch irgendwie eine Partizipationsform ist. Im September letzten Jahres hat Bob Stein vom Institute for the Future of the Book zum Thema Gutenberg gesagt, wir befinden uns in der digitalen Technologie heute ungefähr da, wo nach Gutenberg 1547 zum ersten Mal Buchseitenzahlen in Druckwerke eingefügt worden sind, um etwas leichter wiederfinden zu können und zitieren zu können. Er entwickelt gerade eine Social Reading App, die, wenn man jetzt den akademischen Bereich etwa vor Augen sieht und sagen, wir haben einen Grundlagentextkurs, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Lage versetzt, simultan und in Vorbereitung bereits auf das Seminar auf ihren Screens zu sehen, mit welchen Anmerkungen und Markierungen die anderen Seminarteilnehmer diesen Text rezipiert haben und dann diskutieren sie sozusagen schon in Kenntnis dessen, was man da zuvor bereits interpretiert, in Differenzen zueinander kommentiert hat. Mit anderen Worten, da entsteht eine höhere Stufe intellektueller Wertschöpfung, die für den politischen Prozess eine Dimension gewinnt, die die Prognose von Frank Wilhelmi von gestern überhaupt erst sozusagen in ihrem Wert vor Augen führt, nämlich, dass dann anderes Storytelling möglich wird, und zwar in einer vielfach höher komplexeren Interaktion, als es da die reine Timeline in den Filterblasen bisher ermöglicht. Danke. Das waren eher zwei Denkanstöße zum Schluss als Fragen. Deshalb würde ich Sie bitten, abschließend zu formulieren, auf der Wegstrecke zwischen Vision und Realität, wo stehen wir denn aktuell im Bereich Social Media Campaigning? Also ich fand den Spruch von gestern, ja, diesmal würde das Internet die Wahlen vielleicht mal entscheiden. Also den habe ich schon 2002 gehört, den konnte ich auch schon nicht mehr hören. Also ich glaube, wir sind einfach einen Schritt weiter. Und wir werden, das war ja auch in Ihrem Vortrag schon, diese Normalität der Nutzung, die wird steigen und dann werden wir irgendwann auch gar nicht mehr über Social Media oder Klassik oder sonst was reden, sondern das ist alles Kommunikation. Ja, dem würde ich mich fast eins zu eins anschließen. Es ist Realität, insofern würde ich an der Stelle, also könnte man vielleicht sagen, Facebook als ein Element unseres Kommunikationsalltags ist völlig real für 50% der Internetnutzer, für 80% der Bevölkerung als Internetnutzer, davon 50% Facebook-Nutzer, da ist es völlig real. Der Mythos ist vielleicht, dass es Strukturen politischer Kommunikation radikal verändern wird. Da wäre ich einfach skeptisch und insofern würde ich vielleicht diesen Widerspruch gar nicht aufmachen, sondern sagen, es wird alltäglich. Aber die Herausforderung, auch politikferne Schichten zu erreichen, die sind dann in diesem Alltag eigentlich unverändert. Wobei ich den Gedanken, den Sie formuliert hatten, in der Tat sehr spannend finde. Ich meine, früher hätten die Seminarteilnehmer sich sozusagen erst darauf verständigen müssen, wie denken wir eigentlich dann, hätten dann diskutieren können. Das geht halt jetzt wieder sozusagen einen Schritt schneller. Vielen herzlichen Dank.